Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check heute am Dienstag. Wir können gleich mal nach Frankfurt schalten, weil die ersten Kurse sind schon da und Sie, die schon des Öfteren diese Sendung verfolgt haben, wissen, wenn gleich nach 9 Uhr die Kurse aufleuchten, dann geht es relativ ruhig zur Sache. Ein Plus von 18 Punkten sehen wir gerade mal jetzt bei 15.255. Das heißt, wir bewegen uns weiterhin auf dem Niveau zwischen 15.120 und 15.3 etwa. Und ja, etwas langweilig, wie schon die letzten Tage, sehr enge Handelsspanne. Und es, ja, wir müssen uns weiterhin gedulden. Auf der einen Seite haben wir natürlich sehr starke Zahlen gesehen, gerade im Bereich der Big Techs, was natürlich trotzdem auf der anderen Seite Sorgen bereitet, ist, dass die Aktien trotz der starken Zahlen es nicht schaffen, richtig Fahrt aufzunehmen. Alphabet ist vielleicht noch eine Ausnahme, aber wenn ich mir jetzt Amazon anschaue, die auch sehr, sehr starke Zahlen gebracht haben, sind gestern um über 2% wieder gefallen in Richtung 3.400. Und das zeigt dann doch, dass die Anleger vielleicht etwas Sorge haben, dass die Bewertungen schon ja, vielleicht doch ein bisschen heiß gelaufen sind. Beim DAX gab es heute von Vonovia Zahlen, bombensolide eben. Wie man das von dem Unternehmen gewohnt ist. Hier verweise ich auf die neue Ausgabe dann. Da gibt es ein Interview mit der Finanzchefin Helene von Röder. Ansonsten, wie gesagt, nichts Spektakuläres, wenn ich mir die Kurstafel anschaue. Eine Deutsche Bank ist da am stärksten mit dem Plus, auch eine BASF. Aber ansonsten, wie gesagt, sehr wenig Bewegung. Das heißt für uns, wir müssen uns weiterhin gedulden. Und ja, deswegen hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen an gleicher Stelle. Es gibt, wie gesagt, nichts Neues. Bleiben Sie gesund. Bis morgen. Ciao.